Wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, dass der Wert der Tätigkeit eines Menschen in seinem Lohnerwerb liegt und dass das, was wir tun, nur dann besonders wertvoll ist, wenn die Tätigkeit auch gut bezahlt wird, dann werden wir auch Arbeiten neu wertschätzen können, mit denen man in unserer Gesellschaft kein Geld verdienen kann, die oft aber einen extrem hohen Wert haben, weil sie lebensnotwendig für unsere Gesellschaft sind. An erster Stelle ist sicherlich die Arbeit von Müttern oder Vätern zu nennen, die ohne Bezahlung ihre Kinder großziehen. Aber auch ehrenamtliches Engagement und politische Arbeit gehören dazu. Die durch die Wirtschaftskrise drohende Arbeitslosigkeit ist in diesem Sinne also nicht notwendig eine Katastrophe, sondern eine ernsthafte Krise, die aber auch Chancen für diejenigen bereithält, die aktiv werden. Chancen, sich im Leben auf das konzentrieren zu können, was zählt. Etwas zu tun, das für andere Menschen wichtig ist. Verglichen mit der Zeit, in der jemand in Lohnarbeit stand, kann das Leben durch eine Neuorientierung sogar einen tieferen Wert und größere Bedeutung bekommen. Denn schlussendlich wollen wir Spuren im Leben anderer Menschen hinterlassen. Wir wollen nicht allein mit uns zufrieden sein. Unser Leben soll auch für andere Menschen nicht umsonst gewesen sein. Zwei Welten begegnen sich. Durch die Finanzkrise ist eine problematische, wenn nicht bedrohliche Trennung von privaten und beruflichen Wertvorstellungen deutlich zutage getreten. Einerseits ist es richtig, die Privatsphäre vom Berufsleben zu unterscheiden, denn in beiden Welten werden unterschiedliche Werte gelebt und realisiert. Werte wie Freundschaft und Liebe wird man im geschützten privaten Bereich und nicht im öffentlichen Berufsleben suchen wollen. Werte wie Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz zählen wiederum nur im Geschäftsleben und würden Freundschafts- und Liebesbeziehungen mehr belasten als vertiefen.